Das Neujahrsschießen ist mittlerweile schon Tradition bei vielen Schützenvereinen. Jedes Jahr am 1. Januar feuern die Mitglieder der Vereine dabei mit Schwarzpulversalven ab, denn der Krach soll die bösen Geister vertreiben und dem Guten Platz machen. Dafür benutzen sie ungefähr 5 Kilo schwere Handböller aus Edelstahl. Dabei ist auch die seit 2011 selbst erbaute Böllerkanone, die durch einige handwerkliche Arbeitsstunden durch ein paar Böllerschützen gebaut wurde. Die Böllerschützen Edling sind eine Untergruppe des Schützenvereins Edling. Gegründet wurden sie 2010 und beinhalten inzwischen 25 Schützen. Auch der Bürgermeister von Edling, Matthias Schnetzer, ist Mitglied bei den Böllerschützen und böllert selber mit. Er freut sich über diese Tradition der Böllerschützen Edling. Ja gut, es resultiert daher, da ich ja Mitglied des Schützenvereins bin. Ich war viele Jahre aktiver Schütze und wie der Wolfgang Groß dann auch auf mich zugekommen ist, da war ich schon Bürgermeister und gesagt hat, Herr Bürgermeister, es wäre doch schön, wenn Sie da mitmachen würden, habe ich keine Sekunde gezögert und habe ja auch gesagt. Uns macht das Böllern Freude und das wollen wir auch an die Zuschauer weitergeben, so der Schussmeister Fischberger. Es ist ihm besonders wichtig, mit dem Lärm den Anbruch des neuen Jahres zu feiern. Auch haben die Edlinger Böllerschützen Frauen unter sich, die mit Freude dabei sind. Traditionen gern bewahrt. Ich bin gefragt worden vor 3 Jahren, ob ich dazugehen mag und dann war ich sofort dabei. Weil wie gesagt, Traditionen gern bewahrt und wenn man das nicht weiterführt, dann vergeht das irgendwann einmal. Und uns macht Spaß zum Schießen. Also ich bin von Anfang an dabei. Dazu gekommen bin ich eigentlich so, weil ich schon ganz lange im Schützenverein dabei bin und Luftgewehr geschossen habe und dann eben die Männer beschlossen haben, sie machen eine Böllergruppe und mein Mo da auch ganz aktiv ist und aus dem Grund bin ich auch mit dazu gekommen und weil es mir einfach Spaß macht und wie die Brigitte schon gesagt hat, ist einfach eine Tradition. Für den ordnungsgemäßen Ablauf des Schießens sorgt der Schussmeister Martin Fischberger. Auf sein Kommando hört die ganze Gruppe und zeigt in verschiedenen Schussfolgen ihr Können. Die Salve, also alle gleichzeitig, das Lauffeuer, gleichmäßiger Lauf, schnell oder langsam geschossen, oder das Einzelfeuer, bei dem der Schussmeister für jeden einzelnen Schützen das Zeichen zum Abdrücken gibt. Neben dem Neujahrsschießen treten die Edlinger Böllerschützen auch bei Geburtstagen, Hochzeiten oder dem Edlinger Gmorfest auf. Es ist auch wichtig, die Tradition aufrechtzuerhalten, weil schon so viel Brauchtum in Vergessenheit geraten ist, findet Fischberger. Deswegen schießen die Mitglieder auch nur in ihrer vereinseigenen Tracht. Die Zuschauer, die das Spektakel aus sicherer Entfernung betrachten, danken dies mit viel Applaus.